Ich muss doch irgendwas machen können, dass die Kugel, ich glaube, die muss da oben rein, dass die da oben rein, dass die Dinger hier runtergehen. Wie soll man die denn da hoch rein, also da oben reinkriegen? Ja. Fünfundsechzig Meilen und 47 Fuß haben wir zurückgelegt. Sehe ich nur gerade. Da, das passiert ja eh nicht. Ja. Ich habe ehrlich gesagt aber keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich sag's euch, wenn man sowas hat, ist es echt nicht mehr schön. Na gut, dann mache ich hier an dieser Stelle halt Aufnahmepause und lasst mir mal offline was einfallen, also offscreen, damit wir jetzt hier nicht noch eine Folge damit verbringen, den Weg zu finden. Aber wir werden es finden, wir werden ihn finden, versprochen, und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Tschüss! So, da sind wir wieder. Ich wollte mal was ausprobieren. Wo ist die Kugel da? Gib mal hier die Kugel. Oh, ich hasse es. Warte mal. Dreh mal. Krakinos! Du alte, geile Mutter! Au! Au! Wow! Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding besiegt. Wow! Verdammt! Jetzt bin ich auch noch gestorben. So, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Geht das schneller. Und jetzt geht der Dings da hoch. Zack. Wir nehmen den hier. Drücken Sie RT und besonders heftig. Ja. Karkinos! So, die Kugel brauchen wir nämlich anscheinend.
Schnell! Ah! Au! Verdammt! Das kann jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Und Attacke. Au! Ey! Das ist ja fies, der hat eine neue Attacke. Oh, fuck. Das war ich zu langsam. Man darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen, weil sonst wachen die Dinger hier auf. Und dann kann man die nicht mit Wucht schleudern gegen Krakinos. Dann kriegen wir die halt nicht umgeworfen, dass wir die angreifen können. Alter Falter. Der Wald von Krakinos, die Legende nach, wurde dieser Hammer der dem Gefolge seines mächtigen Meeresdrachen abgenommen. Diese Waffe wurde in den wilden Schlachten an der Festung von Krakinos geschwungen und es waren mehrere hundert Schläge von diesem Hammer, die das Tor schließlich aufbrachen. Der Hammer wurde Gewalt von Krakinos genannt, weil er sehr oft kritische Treffer verursacht und Vernichtung über seine Feinde bringt. Interessant. Krieg ich den jetzt? Krieg ich den jetzt? So, ja, ich nehme ihn erstmal. Üble Sense. Ist aber nur üble Sense und ich, oder habe ich den jetzt extra special-mäßig... Oh, ich kann ihn anscheinend noch gar nicht nehmen. Gewalt von Kraki. Oh, erst ab Stufe 7. Erst ab Stufe... Nein, erst ab Stufe 7. Wir sind Stufe, keine Ahnung, 5 oder so. Voll super. Kehre zu Alia, der Schmiede der Erschaffer, zurück. Ah,
Oh, wir sind fertig. Oh yeah. Wir haben es geschafft. So, wir müssen jetzt hier irgendwie in die Kehre. Ja. Das ist doch Schnellreise. Ach nee. Das ist hier. Ist hier nicht irgendwo. Hier war doch mal ein Schnellreisepunkt, oder? Dreistein. Achso. Kann ich hier? Nein. Ich wollte nur mal testen, nicht, dass ich da unten hätte auch reisen können. Ja, ich möchte dahin. Genau dahin möchte ich. Mann. So, drei Steine. Jetzt müssen wir hier. Alia finden und dann der wahrscheinlich berichten oder die berichtet uns, dass sie das ja eh schon weiß. Dass wir es geschafft haben, die Tränen des Berges wieder zum Laufen zu bringen und blabli blub. Ja. Jetzt ist er fertig. Ja, endlich. Tod, dies ist der Schlüssel eines Erschaffers. Und du nimmst ihn besser sofort, bevor ich wieder zu Sinnen komme. Du scheinst dir eher zu verlieren, Ältester. Ein Problem, ja. Aber es gibt auch eine Lösung. Der Wächter. Er sollte unsere größte Waffe werden und in der Lage sein, den Wald um den Baum zu säubern. Doch ein Erdbeben vertrieb uns aus der Gießerei. Ich fürchte, jetzt streunt etwas anderes darin herum. Der Wächter wurde nie fertiggestellt. Wenn der Wächter euer Meisterwerk ist, wie soll ich ihn dann vollenden? Im Wald liegt eine weitere Kreation. Eine der wenigen, die nicht im Verderben anheimgefallen sind. Er ist nicht so riesig wie der Wächter, aber sein Herz ist stark. Such ihn auf, dann wird er dich zur Gießerei führen. Dort kannst du mit dem Schlüssel des Erschaffers den Wächter aktivieren. Die Kreationen werden von einem Schlüssel erweckt? Ja. Kreationen haben keine Seele wie du oder ich. Nicht, bis sie eine Seele bekommen. Dieser Schlüssel öffnet den Stein und bereitet ihn auf Ebbe und Flut der Lebenskraft eines Erschaffers vor. Tatsächlich verleiht er fast jeder Kreation in diesem Reich Leben. Und was lässt dich glauben, dass ich eine Seele habe, Ältester? Ist es nicht das, was dir Sorgen macht? Wenn Wächter dem Verderben widerstehen können, warum werden sie dann nicht eingesetzt, um das Reich zu säubern? Leider wurden die Wächter gerufen, als die Siegel gebrochen wurden. Der Zoll der Erschaffer, der beim Endkrieg bezahlt werden musste. Dieser Wächter ist als einziger übrig. Dann wurden die Siegel gebrochen. Wie erkenne ich die Kreation, wenn ich sie gefunden habe? Kreationen sind Wesen aus Fels und Stein, animiert durch die Lebenskraft eines Erschaffers. Die meisten besitzen den Bruchteil einer Seele, gerade genug, um sie anzutreiben und ihnen Sinn zu verleihen. Doch durch andere fließt das ganze Wesen eines Erschaffers, seine Erinnerungen und Emotionen. Eine halb erinnerte Geschichte. Das Leben lastet schwer auf uns allen. Nicht einmal Stein kann es tragen. Aha! Ein geschmiedeter Schlüssel, der die Essenz der Erschaffer bewahrt. Mit ihm kann Tod Kreationen aktivieren. Yep. Reaper-Gestalt. Die unaufhaltbare Reaper-Gestalt ermöglicht es, Tod riesigen Schaden zu verursachen und auszuhalten. Tötet. Töten Sie Feinde mit Reaper-Angriffen, um Reaper-Energie zu sammeln. Yeah. Wir sammeln Reaper-Energie. Na, ab. So.
Was führt dich zu mir? Och, nix, Puppe. Nix. Danke. Dum 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 dum. Warte mal jetzt. Ah, jetzt geht auch wieder das Speichern. Gut. Ja, hau mal drauf da, Digga. Hau drauf, Bro.